Das Cholesterin, das sind jene Fette, wie wir in deiner vorigen Slide gesehen haben, die für alles Mögliche im Körper sehr wichtig ist. Also du hast eben gesagt, Genau. Vitamin D und für die Zellen und für die Hormonproduktion. Und dann gibt es eben die Triglyceride, die dann eh, das ist eine andere Art von Fett sozusagen. Ja. Und die sind jetzt weniger nützlich, wenn sie zu hoch schießen. Und die entstehen aber eher paradoxerweise durch Zucker oder Genau, durch zu Transfett. viel, vor allem durch, ja genau, durch viele Kohlenhydrate. Deswegen, wenn ich mir im Blutwert die Triglyceride angucke und die sind sehr, sehr hoch, ist das oft ein Indikator dafür, dass der Mensch metabolisch nicht mehr, sage ich mal, ganz gesund ist, nicht ganz flexibel ist, dass Ja. er vor allem oft Bauchfett hat, ja, viszerales Fett sagt man, dass er zu viel Kohlenhydrate vermutlich zu sich nimmt. Und wenn wir dann dazu gucken, was sind vielleicht auch bessere Marker, um unseren allgemeinen Gesundheitszustand anzugucken, dass da nicht nur das LDL der, sag ich mal, Hauptaugenmerk ist. Das sollten wir dann Ja. oder werden wir dann auch verstehen. Ja, super. Genau, und jetzt, wenn wir uns nämlich die klassische Hypothese anschauen, ja, wie entsteht Atherosklerose, ja, oder was ist das überhaupt, was hat Cholesterin damit zu tun, dann ist heute eine der Haupthypothesen oder die große Hypothese, ne, zu viel LDL führt dazu, dass, ne, die schwimmt im Blut rum, wenn wir zu viel LDL haben, dann führt das dazu, dass sich das in die Wände der Arterien, also unser Ja. Herzgefäße, einlagert, die Ja. sich verdicken, immer mehr verdicken, die fibrinisieren, also das heißt, die bilden sozusagen mehr Gewebe, dadurch verengen die und irgendwann kommt es dann zu Komplikationen, dass es so weit verdickt, dass es ja zu einem potenziellen Event, also eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, sei es einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall im Gehirn oder ein Herzinfarkt im System, koronare Herzkrankheiten etc. Führt. Weil Ja. dann eben unser Gehirn oder unser Herz nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden kann, Richtig. Die ne? Gefäße sind sozusagen, man kann sich das vorstellen wie eine Pipeline, ne? So wie so ein Schlauch, Schlauchsystem sozusagen, das unseren Körper dass unser Körper versorgt das Herz, das Gehirn, den ganzen Kreislauf. Ja. Und wenn da bestimmte Systeme halt blockiert sind, dann führt das zu einer Mangelversorgung, zum Beispiel im Gehirn, zum Beispiel am Herzen. Und das ist dann problematisch. Und das ist die klassische Hypothese. Jetzt gucken wir uns auch an, die ist nicht per se, würde ich sagen, falsch, sondern wir müssen nur gucken, ist hier LDL? Weil wenn wir uns angucken, ja, was ist die Ursache dafür? Dann heißt es immer zu hohes LDL, Problem, Plaques. Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ist sehr simplifiziert. Und wenn wir uns so ein bisschen mit dem Körper, wir sind ja hier sehr auch wissensinteressierte Zuschauer haben wir, die werden wissen, im Körper funktioniert nichts einfach A ist gleich B. So leicht, unser Körper ist sehr komplex. Und deswegen schauen wir uns vielleicht an, ne, was liegt denn vielleicht dahinter? Und ist LDL eigentlich die Ursache des Übels? Weil das ist so das Hauptparadigma. Ja, Und also dazu gab es wir erinnern uns nur noch einmal, weil ich Ja. glaube, es ist nicht so leicht zu verstehen. Dieses Ja. LDL ist das Transporttaxi sozusagen für das Cholesterin Mit den und Cholesterinen drinne, ne? mit dem Cholesterin drinnen. Und da denkt man sich, dieses bestimmte Transporttaxi sozusagen, das verursacht diese Arteriosklerose. Okay. Genau, diese sozusagen Fetteinlagerung in den Gefäßen und das führt dazu, Ja. die Fetteinlagerung kommen Immunzellen, die bauen dieses LDL ab. Führen dazu, dass es sozusagen vernarbt, ne? Es ist eigentlich eine innerliche Vernarbung der Gefäße. Diese Vernarbung wird immer stärker und irgendwann ist die Vernarbung so stark, dass man sozusagen unser Schlauchsystem nicht mehr richtig arbeiten kann. Ja, und Ja. da soll sozusagen das Übel, das LDL vor allem sein, ne? Und wenn man zum Arzt geht und vor allem heute wird sich das LDL angeguckt, ist es zu hoch, ne? Ich kenne es klassisch, werden Statine, werden bestimmte Medikamente, die das LDL, also die Blutfette, sagt man auch, das Cholesterin, da gibt es halt verschiedene Synonyme, je nachdem, wie Ja. präzise man ist in seiner Wortwahl. Und das wird sozusagen gesenkt dann durch diese Ja. Medikamente. Zum Beispiel Statine, die sozusagen die Synthese des LDLs sozusagen oder des Cholesterins sozusagen runterfahren und dadurch hat man weniger LDL dann im Blut. Ja? So. Jetzt schauen wir uns mal an. Woher das kommt, ja. Ja, erstmal die Frage, ist LDL wirklich die Ursache alles Ja, Übels? Ne? Weil ja. da sagen alle, auch wenn ich mit vielen Ärzten rede, dann sagen die, ja, das ist so, LDL ist assoziiert, alle Studien zeigen das.
dass LDL die Ursache für Herzkrankheiten ist. So, jetzt ist hier eine sehr interessante, und davon gibt es einige, aber eine sehr bedeutende, würde ich mal sagen, weil sie sehr aussagekräftig ist in der Population, wie viele Menschen man untersucht hat. Ja. Und die Überschrift war so, hat also, oder die Fragestellung war, ist LDL-Cholesterin, was hat es mit der Gesamtsterblichkeit zu tun? Ne? Und hier, die Überschrift war schon, Lack of an Association or an Inverse Association between Low Density Lipoprotein, also Low Density LDL, Cholesterol und der Mortalität in älteren Patienten. Ja. Das heißt, ein Lack of, also keine ausreichende Assoziation oder sogar eine inverse, also umgedrehte Assoziation, dass sozusagen mehr LDL eigentlich gut ist. Ja, und schauen wir uns mal an. Hier haben wir 19 Kohortenstudien. Was bedeutet das? Das sind 19 Studien. Kohortenstudien bedeutet sozusagen, eine Kohorte ist wie eine Gruppe von Menschen, die in einer Studie untersucht wird. Das heißt, hier wurden 19 Studien mit 30 Kohorten, also 30 Gruppen insgesamt an Menschen, verteilt auf diese verschiedenen Studien. Und über 68.000 Menschen wurden hier sozusagen ältere Menschen, ne, das heißt, vor allem, weil da das am bedeutendsten vor allem wird, angeschaut. Wobei die Gesamtmortalität, wenn man in die Medizin guckt, dann ist die Gesamtmortalität so der wichtigste Faktor, weil am Ende das heißt, wie viele Menschen sind mehr oder weniger gestorben. Ne? Gesamtmortalität bedeutet, am Ende sind mehr oder weniger Menschen gestorben, ja, gesamt gesehen. Und in 28 dieser 30 Kohorten, und auch die, und also in 28 wurde diese Gesamtmortalität angeguckt und in 9 auch die kardiovaskuläre Mortalität. Das heißt, wir gucken uns einmal die Gesamtsterblichkeit und einmal die nur für Herz-Kreislauf, kardiovaskulär sozusagen die Herz-Kreislauf-Mortalitätssterblichkeit an. Ja? Die wurde in 9 erfasst. Ein umgekehrter Zusammenhang, das heißt, kein, also hohes LDL hat bei der Gesamtmortalität bei 16 Kohorten festgestellt, bei 14 statistisch signifikant, das ist in der Medizin immer wichtig, guckt man, ist es statistisch signifikant, ja, und da hat man festgestellt, dass bei 16 Kohorten dieser Zusammenhang umgekehrt war. Das sind, und das war hier, warum ist das auch wichtig, 16 denkt man ja von 30 nicht so viel, aber es sind 92% aller Teilnehmer gewesen. Das heißt, bei 92% dieser 86, 68.000 Leute, Menschen. ja, Menschen, war eine Gesamtmortalität geringer, das heißt weniger Menschen sind gestorben, wenn der LDL-Wert höher war. Das widerspricht ja erstmal komplett dem, hohes LDL Ja, ist schädlich. der Hypothese, ja. Ja? Und daraus kam auch das Fazit der Wissenschaftler, ein hoher LDL-C, also LDL-Cholesterinwert, steht bei den meisten Menschen, 92%, über 60 Jahren als älteren Menschen, in einem umgekehrten Zusammenhang mit der Sterblichkeit. Das heißt, höheres LDL, Ist gut. weniger Sterblichkeit. So, das ist jetzt erstmal so eine, die grobe Beobachtung, ne? Die Interpretation muss man dann immer sich im Genauen angucken, aber das ist erstmal, was die Datenlage zeigt. Es zeigt eine umgekehrter Zusammenhang. Das ist einfach Fakt in diesen Daten. Jetzt kann man so interpretieren, was bedeutet das? Ist LDL jetzt gut? Ist es schlecht? Ne? Das ist sozusagen eine Interpretationssache, aber erstmal ist das sozusagen das Ergebnis dieser Studie. Ja? Und sie sagen auch, dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur Cholesterinhypothese, dass Cholesterin insbesondere LDLC von Natur aus atherogen, also schädlich für die Arterien, atherogen bedeutet sozusagen schädlich für die Arteriengefäße. Ja? So, das müssen wir jetzt erstmal sinken lassen. Das heißt, erstmal ist das ein Indiz dafür, dass wir hinterfragen sollten oder uns genauer anschauen sollten, ja, nicht einfach nur sagen, LDL ist schuld an allem, aber das zeigt ganz klar, dass wir uns hier nochmal genauer mit der Thematik beschäftigen sollten. Können wir jetzt aus wissenschaftlicher Sicht denken, wenn wir an unsere Patienten denken, die ein hohes LDL haben, dass wir nicht einfach nur wahllos Statine oder Medikamente geben, sondern uns genau angucken, okay, hier gibt es vielleicht noch Nuancen. Ja, hier gibt es vielleicht noch ein bisschen komplexere Dinge, die dahinter liegen. Ja, und die ist von wann ungefähr? Ist das Die eine ist neue jetzt, Studie oder die eine ist alte? 2022 oder 21. Ja, okay. Also ist sozusagen ein, 2 Jahre alt. Ne? Das heißt, man hat sich wirklich Daten, die neuesten Daten auch angeschaut. Genau, dazu erstmal Fragen oder für dich war Nein, das? also ich bin jetzt gespannt, wie man das dann interpretiert sozusagen, nicht? Oder was da die Gründe sein können, weil das eben widerspricht ja dem, was man jetzt da Jahrzehnte oder Genau. ich weiß nicht, wie lange gelehrt hat an den Universitäten, den Ärzten, ne? Genau.
Aber auch da interessant, vielleicht ein Satz dazu. Das, was an Universitäten gelehrt ist, ist meistens 20 bis 30 Jahre hinter Ja. dem her, was die eigentliche Wissenschaft ist. Weil bis es in Lehrbücher, bis es dann Ja. ankommt in den Leitfäden, das dauert immer 20, 30 Ja. Jahre. Das ist sehr schade, ne, dass Deswegen, das so ist. das Ja. habe ich auch in meinem Studium, im Pharmaziestudium gelernt. Alles, was ich sozusagen beim Abschluss meiner Prüfung gelernt habe, war wahrscheinlich schon wieder Ist teilweise outdated. überholt. Ja. Ja. Okay. So, jetzt schauen wir uns an, was bedeutet das? Und da haben wir noch eine neue Studie, die gerade jetzt, High LDL, die hat noch keinen Namen, weil sie erst im Februar nächsten Jahres publiziert wird. Aha. Februar diesen Jahres, Entschuldigung, wir sind ja schon 2024. Genau, die Aha. ist letztes Jahr im Februar gestartet Ja. und geht ein Jahr. Ich nenne sie mal hier High LDL, ja. Ja. Und was, das ist eine relativ kleine, aber man wollte halt dieser Fragestellung nachgehen, okay, High LDL, hohes LDL-Cholesterin, was hat das, also warum ist das wirklich schädlich, was bedeutet das, um ein bisschen mehr dieser Fragestellung nachzugehen.